sind deine Füße eingeschlafen. Ey, Vini, Essen ist fertig. Yeah, yeah. Das ist dein Essenstanz. Hallo ihr Lieben, wir müssen unsere Begrüßung heute mal ein bisschen anders gestalten. Wir machen nämlich heute die Ava darf einen Tag nichts sagen Challenge. Ist jetzt schon schwierig. Eigentlich wollte ich erst gleich einkaufen gehen, aber es hat ein Mädel Avas Schuhe in der Schule nass gemacht. Zwei Mädchen. Jetzt müssen wir erstmal Schuhe tauschen. Aber bevor wir jetzt unser Video richtig anfangen, haben wir eine Challenge für euch. Schafft ihr es in 3 Sekunden, den Daumen nach oben blau zu schlagen, die Glocke anzuschalten und zu abonnieren? Wenn ihr es geschafft habt, schreibt nicht reden in die Kommentare. Teilt unser Video auch fleißig mit euren Freunden, wenn ihr es über WhatsApp, Snapchat, Instagram oder so geteilt habt, dann macht hinter das Nichtreden noch ein kleines Herzchen, dann wissen wir nämlich, dass ihr unser Video geteilt habt. Dann schaut ihr noch bei uns auf Instagram vorbei unter Ava und Jade und wir fangen an. Wollen wir dann eigentlich erst einkaufen gehen oder was willst du erst machen? Was? Du hast Hunger? Soll ich erst was kochen? Gut, dann koche ich also erst was. Avi, ich habe dich gesucht. Du bist ja gleich in dein Zimmer geschwupst. Hast du Hunger? Was möchtest du denn essen? Du willst was aus deiner Kiste essen? Was ist das? Oh, Nudeln? Okay, und? Sollen das Würstchen sein? Möchtest du Nudeln und Würstchen? Dein Lieblingsessen? Soll ich das kochen? Okay, ich dachte schon, du wolltest was davon essen. Es ist gar nicht so einfach, wenn man ein Kind hat, das nicht mehr reden kann. Und was soll mir das sagen? Willst du Super Mario spielen? Nee? Wolltest du einfach nur die Mütze aufsetzen? Okay, na denn, steht dir. Ava, was ist denn los? Du siehst so traurig aus. Du fährst Auto? Nein. Liest du ein Buch? Du hast gar kein Buch. Ist das das Problem? Findest du dein Buch nicht? Schau mal. Ja. Da. Aha. Upsi, hä? Das wird ja heute noch interessant werden, würde ich mal sagen. Und die Nudeln sind schon an, Würstchen sind im Ofen. Ich muss jetzt noch ein bisschen die Spülmaschine einräumen und Ava liest eine Runde, dabei muss sie wenigstens nicht reden. Ava, nee. Essen ist fertig. Yeah, yeah. Das ist dein Essenstanz. Okay, na dann los. Und schmeckt's? Du meinst, der Osterhase sieht ein bisschen verrückt aus. Hallo. Auf der Serviette. Aber süß verrückt, oder? Wir sitzen jetzt übrigens hier und essen. Und es ist sehr geruhsam, wenn so ein Kind nichts spricht. Ava, ich glaube, die Challenge machen wir öfter. Was hältst du davon? Mm-mm. Das meine ich auch nicht wirklich ernst, ihr Lieben. Fehlt mir, dass mein Kind mit mir quatscht. Es ist sehr still am Küchentisch. Ohne, dass die Ava mit mir redet. Das ist voll traurig. Was machst du da? Willst du ein Eis essen? Da müssen wir erst einkaufen gehen. What? Wer Eis will, muss einkaufen gehen. Willst du Eis? Okay, dann gehen wir einkaufen. Was schläft? Sind deine Füße eingeschlafen? Ehrlich, saßt du so komisch da, dass die Füße eingeschlafen sind? Oh je, bitzelt sehr. Ganz schlimm. Oh nein. Aus dir platzen gleich die Wörter raus. Wir sind jetzt übrigens einkaufen. Und bin mal gespannt, wie das funktioniert mit einem nicht sprechenden Kind. Bist du ein Pirat? Was willst du machen? Nein. Verstehst immer noch nicht. Was willst du machen?
Ach, du willst dich hier umgucken? Okay, ja, dann guck dich mal um. Was hast du gesehen? Oh mein Gott, sind die cool. Wow. Gefällt dir das? Was hast du denn da? Zeig mal. Lauter Filzstifte. Und was willst du damit machen? Die Three Marker Challenge. Okay, dann pack's in den Wagen. Bacon willst du? Ist das dein Lieblingsessen? Na dann, los! Na, mal gucken, was sie will. Na, was los? Oh Gott, hier ist ja auch eine einzige Explosion, Avi. Okay. Willst du was spielen? Okay, ich glaube, es ist dann auch Zeit aufzuräumen. No! Zeig mal, was möchtest du denn spielen? Wer ist es? Dafür muss man doch sprechen können. Hast du eine Idee, wie man das spielen kann? Sicher? Ja, okay, na dann versuchen wir es. Okay, dann setzen wir uns halt auf den Boden. Wir haben hier übrigens noch die Uralt-Version von Wer ist es? Willst du anfangen? Okay, na dann stell deine erste Frage. Ob es ein Mann ist? Nee, die Haarfarbe? Braun? Nein, meiner hat weiße Haare. Oh, jetzt habe ich mich alle total verlabert. Boah, Laute, oh nee. Ich war jetzt so durcheinander, dass sie nicht sprechen kann, dass ich ihr voll den Tipp gegeben habe. Ich weiß nicht, dass es ein Mann ist und eine weiße Haare hat. Wie dämlich von mir. Du freust dich. Ist dein Charakter ein Mann? Okay, dann kann ich hier alle Frauen umklappen. Okay, stell deine nächste Frage. Braune Augen? Nein. Ja! Super! Okay, dann spielen wir noch eine Runde, ja? Ich glaube, wir müssen jetzt noch eine Runde spielen, wo ich mich nicht total versabbere. Aber das wird bestimmt spannend. Du hast aber gute Ideen, um zu kommunizieren. 4 Runden willst du spielen? Okay, dann spielen wir halt 4 Runden. Yay! Na, Schnecki, was ist los? Sollen wir zusammen jetzt Lego spielen? Mhm. Kein Lego, sondern du wirst Lego bauen. Mhm. Was willst du denn mit dem Lego machen? Du wirst eine Lego-App? Keine Lego-App? Sag. Du wirst eine Bau-App auf dem Computer. Nee, auch nicht. Ach, ist es denn was mit dem Computer? Ja. Ich glaube, ich weiß, was sie will. Willst du Minecraft spielen? Okay, gut, dann stelle ich dir den anderen PC hin. Ja, habe ich es richtig erraten? Okay, cool, war eine gute Idee mit dem Lego, hey. Übst du schon fürs nächste Minecraft-Video mit Papa? Schreibt uns doch mal, wie ihr die Minecraft-Videos findet. Magst du die gerne, die Minecraft-Videos? Was hast du denn da? Willst du noch ein Video machen? Ja? Hallo! Du krabbelst hier fast in meine Kamera rein. Aber Engelchen, darf ich dir mal was sagen? Wenn man nicht reden kann, kann man kaum ein Video machen. Wie soll das denn gehen?
Das wird dann ein Stummfilm. Wir machen morgen ein Video, wenn du wieder reden kannst, ja? Ist das auch okay? Ja? Gut. Sehr vernünftig. Oh Gott. Oh Gott. Oh, mein armer Krümmel. Wo krümmelst du dich denn jetzt hin? In die Ecke? Hey, Avi. Hey, wie geht's? Wie war es heute? Avi. Heute. Wie war's? Okay, harter Arbeitstag und dann meine Tochter will nicht mit mir reden. Schön, okay. Danke. Was willst du sagen? Ja? Mhm. Ja? Aha. Verstanden? Okay. No. Mhm. Ja? Du wirst ein Ice Cream haben. Du wirst singen. Ja? Hm? Du wirst was los mit deiner Nase? Spinnen. Gibt es eine Spinne in deiner Nase? Was? Etwas in deine Nase gekrabbelt? Hold on, ich will etwas holen. Okay, ich bin wieder da. Wo ist diese Spinne? Was? Oh, du kannst nicht reden. Ah, warum denn? Sag mir. Oh, du hast mich lieb. Oh, danke, Schatzi. Und ich habe etwas für dich. Na? Bist du müde? Bist du ins Bett? Ja? Okay, komm dann. Machen wir ins Bett fertig. War aber auch ein langer Tag. Okay. Zähne putzen? Hm, ganz wichtig. Okay. Dann komm mal. Schwupps ins Bad. Oh, hast du mich lieb? Ich hab dich auch ganz doll lieb, Engel. Schlaf schön. Bist du glücklich? Magst du unseren Zuschauern noch Tschüss sagen? Vielen Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben. Und wir sehen euch dann beim nächsten Mal. Ich wollte gucken, ob die Eva was sagt. Lasst uns einen Daumen nach oben da, ihr Süßen. Und teilt unser Video, schaut bei uns auf Instagram vorbei, macht die ganz normalen Sachen und tschüss.